other day. Hallo YouTuber und herzlich willkommen bei eurem Schnacker. Und ja, ihr könnt es gerade schon sehen, hier seht ihr ein neues Fahrzeug vom neuen Isle Gurton Gaines Update für Grand Theft Auto Online. Das Auto habe ich mir erstmal schön gegönnt. Und ja, jetzt steigen wir erstmal eine Runde ein. Und das Auto sieht wirklich von innen auch sehr elegant aus, sehr luxuriös. Das Auto wird als Coupé eingestuft in Grand Theft Auto Online. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Und ja, in diesem Video fahre ich einfach mal so ein bisschen umher mit dem Auto, zeige euch das Auto mal so ein bisschen und wechsle jetzt auch nochmal in die Third-Person-Ansicht. Und ich habe das Auto grün gemacht halt, also ein helleres Grün und ein dunkleres, eher Waldgrün, finde ich, ist wirklich eine tolle Mischung. Und ja, das Muster kann man sich beim Kauf auswählen. Ich habe hier so ein bisschen Tarnfarben, Tarnmuster genommen und man kann auch andere auffälligere Muster wählen. Aber ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden und ja, jetzt ziehe ich hier gerade nochmal so ein bisschen ab mit meinem Auto, ziehe da hier noch ein paar schöne Burnouts. Hier seht ihr mein Crew-Emblem von meiner Crew Grand Theft German. Der Crew könnt ihr auch gerne beitreten. Link zur Crew schicke ich nochmal in die Videobeschreibung. Und ja, hier ziehe ich gerade nochmal ein paar Burnouts und ja, also bis jetzt finde ich das Isle Gurton Gaines Update einfach grandios. Also nach dem Haste Update ist es wirklich das beste Update in Grand Theft Auto Online bis jetzt. Klar, Haste Update fand ich wirklich schon, das ist, Haste Update bleibt einfach das Beste, aber danach kommt gleich das hier, das Isle Gurton Gaines Update. Und so sieht mein Charakter aus in GTA Online. Ja, ich habe mir ein fertiges Outfit gekauft, habe es aber dann nochmal bestimmt zur Hälfte verändert, ja. Weil, mache ich meistens immer so. Ich habe also ein anderes T-Shirt, habe die Mütze abgenommen, die Ohrringe weg, eine andere Hose, glaube ich, auch noch und so weiter. Und jetzt zeige ich euch mal die Waffe. Hier seht ihr die neue Waffe, die dazugekommen ist mit dem Isle Gurton Gaines Update. Das ist eine Maschinenpistole und die geht wirklich sehr gut ab. Es ist wirklich die stärkste Maschinenpistole in Grand Theft Auto Online. Das ist mir wirklich aufgefallen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit dieser Waffe zu spielen. Hier nochmal in der First-Person-Ansicht habe ich nochmal gewechselt. Wie das Ganze jetzt aussieht, sieht auch sehr, sehr nice, muss man einfach sagen. Also GTA in First Person ist wirklich einfach grandios geil. Von der Grafik her sieht es einfach sehr, sehr geil aus und auch vom Spielerischen her ist es einfach grandios. Und hier nochmal habe ich ein bisschen rumgeflaxt, ein bisschen rumgespielt, bin immer weiter vorwärts gerollt. Und ja, auf jeden Fall gleich zeige ich euch nochmal die neuen Waffentarnungen, die es gibt. Das sind nämlich Yusuf Amir Tarnungen, ja. Ihr wisst, damals in GTA The Ballad of Gay Tony gab es eine goldene Uzi. Und diese goldene Farbe mit Mustern kann man sich jetzt für manche Waffen aussuchen. Ist aber auch sehr teuer. Zwischen 30.000 und 40.000 GTA-Dollar pro Waffe kostet dieses Skin. Und zwar seht ihr das jetzt hier, dieses Skin bei der AK. So sieht das Ganze dann aus. Kostet ca. 40.000 GTA-Dollar. Habe ich mir einfach mal gegönnt. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Jetzt hier bei dem nächsten Sturmgewehr nochmal das Skin habe ich nochmal getestet. Einmal geschossen beim Anvisieren. Und bei dieser Waffe gibt es auch nochmal ein anderes Skin. Das nennt sich anders, ist aber sieht fast genauso aus. Und ja, als nächstes kommt jetzt erstmal eine MP. Da kann man das auch aufmachen lassen. Sieht auch bei der hier sehr, sehr nice aus, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann gleich nochmal bei der Standard-Uzi. Sieht auch wirklich, das sieht wirklich aus wie die goldene Uzi aus GTA The Ballad of Gay Tony. Muss ich wirklich mal sagen. Finde ich wirklich sehr, sehr nice. Und ja, jetzt kommt nochmal ein fluppiger Anruf vom Kollegen. Keine Ahnung, was er wollte, habe ich weggedrückt. So, jetzt steigen wir nochmal wieder zurück ins Auto, fahren nochmal ein bisschen umher, ziehen hier nochmal eine kleine Runde Burnout. Und ja, das waren erstmal ein paar neue Sachen vom Isle Gurton Gaines Update. Ich habe mir natürlich nicht alles gekauft, ich kann kein Geld scheißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das neue Flugzeug, das goldene Flugzeug, kostet 10 Millionen GTA-Dollar. Man muss sich mal vorstellen, wenn man sich 8 Millionen GTA-Dollar kauft für GTA Online, bezahlt man 75 Euro. Also liegt das Flugzeug ja so ungefähr bei 100 Euro. Ja? Also das ist schon ganz schön doll. Ich meine, ich habe jetzt 15 Euro ausgegeben, Real-Life-Geld, also Euro halt. Ich habe mir 1,25 Millionen nochmal gekauft, habe ich mir ganz einfach gegönnt. Und ja, da habe ich mir das Auto von gekauft, die neue Waffe, das neue Outfit und die neuen Waffenskins. Und ja, soweit so gut, das war's erstmal. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Fluppenabgang. Ging ein bisschen schief bei der Aufnahme, ich weiß, aber auf jeden Fall soweit, das soll es erstmal gewesen sein. Das war's, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Event-Wochenende. Wir sinken hier ganz gediegen und nicht vergessen, doppelt Geld und doppelt RP in ausgewählten Jobs. Aber ich muss sagen, die Tarnung passt zum Unterwasser, also zu Unterwasserpflanzen. Soweit so gut, das war's. Ich sage Servus und Tschüss, bis dann, euer Schnacker.